So, hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier im LS22. Wir sind zurück auf der Land of Italy. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Ich gucke jetzt gerade, was wir am ehesten brauchen könnten. Also Heu, immer mehr als genug. Gras brauchen wir nicht. Jetzt muss ich mir überlegen, was machen wir denn damit? Wir gehen mal wieder rüber. Die sind ja, finde ich, hässlich. Die Anzeige an. Was machen wir denn mit unserem Gras? Weiß ich nicht. Einlagern, verkaufen, liegen lassen. Gucke ich gerade. In der Ecke kippen, keine Ahnung. Heu bringt ein bisschen mehr. Was bringt eine Silage? Aber das Ding ist halt auch voll. Ich glaube, unsere Silage ist aber fertig, habe ich vorhin gesehen. Ja, die müssen wir rausholen. Könnten wir das Gras eigentlich da reinschmeißen? Danach wieder. Ja, machen wir es doch so rum. Da hol ich mal das Silage aus. Die Olle. Also. Ist da rein. Könnte mich unterwischt. Lalala. Das war meine unsere Viecher. Mu. Okay. Stoff, Agrarknospenstoff. Ja. Er braucht Stroh. So, Herr Peter, noch drei Bahnen, dann ist das Feld fertig. Alles fertig? Kann ich schon ernten kommen? Drei oder vier Bahnen. Kann ich ernten kommen? Aber was? Ernten? Ja, du hast gesagt, es ist fertig. Du kannst ansehen kommen, aber mehr auch nicht. Kannst dazu schauen, wie es wächst. Ansehen, auch noch. Wir müssen erstmal dingsen, oder? Pflügen, Mulchen brauchen wir dann eh nicht, ne? Ich bin doch gerade beim Pflügen. Ich mach das gerade hier ein lockerer Pflügenzeug. Das Mulchen musst du direkt nach der Ernte machen. Ja, also nach der Ernte. Ja, dann hat sich das eh schon erledigt. Das heißt, wir müssen kalken. Ja. Necksponisch, ja. Kalk. Galker. Kalk. Was wollte ich? Ach ja, stimmt. Stroh wollte ich holen, genau. Stroh einstreuen. Ach, da brauche ich auch einen Trecker dafür. Ja, Ach, war was. Ein Omega haben wir jetzt nicht dafür. Mercedes. Ja, alle mal holen. Ja, der ist so gut, den kann man so viel lange gebrauchen. Meinst du Unimog oder wie? Ja, genau. Achso. Also hier kann ich dich nicht verkaufen. Das ist schon mal falsch. Ich bilde Holzteile, die können wir umfahren. Das ist, glaube ich, dann nur für Getreide. Na gut. Dann guck ich mal, ob ich ins Lager so wo du es wärst. Wie jetzt, oder? Road 6. Hi, einen wunderschönen guten Abend. Danke für dein Follow. Ja, Wahnsinn. Es ist ja doch noch jemand da. Ich dachte, sind alle beim Trauern, beim Fußball trauern. Bitte Abend. Was für du trauerst? Ich? Ich muss nicht mehr trauern. Da merkt man einfach, dass die deutsche Nationalmannschaft immer Angst vor Spanien hat und deswegen Scheiße spielt. Ach, an sie, die haben gar nicht Scheiße, so Scheiße war's nicht. Die haben eigentlich ganz gut gespielt. Deswegen, die haben also. Die haben zwar ein bisschen am Anfang, waren die zwar ein bisschen verschlafen, aber nachdem das Tor da war, haben die gut nach vorne gedrückt. Also. Also Scheiße war's nicht, kann ich jetzt nicht sagen. Ich hab's nicht verfolgt. Ich weiß aber immer sonst, dass sie so blöd dagegen spielen. Scheiße war's nicht. Eigentlich hätten sie es schon verdient gehabt. Ja. Wie vorhin schon gesagt, Charles ist das Elfmeter nicht bekommen haben für die. Das Handspiel. Ja. Ist das wieder ja, so eine typische Mannschaft, die es jetzt durchschmuggelt und das schafft? Ja,
alle durchmogeln, kann man jetzt auch nicht ganz sagen. Ja gut, Spanien ist jetzt aber auch nicht schlecht in dem Turnier, also. Durchmogeln, ich glaube eher Portugal mogelt sich durch. Na, das schon eher. Stützenrad. Böse, gar nicht. Ich hab noch mein Handy gerade nicht hier. Warte, du wolltest wissen, was da steht? Ich gucke mal. 11:30. Lass mal gucken. Hier steht 0-0. Das habe ich irgendwie für die getippt. Genau. Einer muss drauf. Außerdem muss man überlegen, dass Portugal ja jetzt auch nur mit den Elfmeterschießen weitergeschafft hat. Ja, das stimmt. Wir brauchen Stroh. Was? Und Ballen Stroh. Ja, eigentlich kann man jetzt warten, bis das Halbfinale durch ist, dann kann man sowieso alles von der EM wegpacken. Obwohl ich fand es ja sehr traurig, dass diesmal nicht viele Fahne rausgesetzt haben von Deutschland. Otto, ich habe schon einige gesehen tatsächlich. Also hier in unserer Umgebung ist fast nichts. Echt? Otto? Da sind schon einige. Bei uns auch. Also zu fallen an den ganzen Autos und so ist viel. Moin, ups. Oh. Der Einzige, der bei uns hat, ist ein Italiener, der bei uns hier mit im Haus wohnt. Der hat seine Fahne, aber alle anderen nicht. Hm. So, dein Feld ist fertig. Mein Feld? Unser Feld. Unser Feld. Aber du sagst immer fertig. Fertig ist bei ja, mir. Halt. Fertig. Halt, gegrubbert. Fertig, der Tiefenlockert. Phase 1. Genau. Na dann? Wo hast du denn mal einen Kärcher rumliegen? Kärcher? Bei der Tankstelle. Bring mir einen sauberen Anhänger wieder, wenn du putzen willst. Bitte was? Bring mir einen sauberen Anhänger wieder. Ja, bring ihn sauber bitte zurück. Wo ist denn hier? Ich nahm ihn aber dreckig. Dreckig ist abgelehnt. Nee, du hast ihn mir dreckig wiedergegeben. Ausgeliehen. Ja, trotzdem bringt man ihn sauber zurück. Nee, ich bring dreckig dann wieder. Hallo, diese Regelung gibt es bei mir nicht. Dreckig hier, dreckig zurück. Sauber zu mir, dreckig wieder zurück. Okay. Nächstes Mal suchst du einen anderen. Wo du dein Ding kriegst. Kein Problem. Na, bleib doch stehen, du blödes Ding. Jetzt. Sagt sie. Der Vorteil war es gerade, weil ich die ganze Zeit am Regnen war. Deswegen ist das sauber geworden. Hast Kunden da? Zum Herrscher gefunden. Dann bringe ich den mal wieder zurück zur Stadt. Jo. Dann brauchen wir den jetzt noch. Ein Kalko kannst. Warte mal, haben wir einen Kalko? Ich glaube, dann kannst du deinen Kalker mitbringen. Ach verdammt, ich habe den Kalken schon rausgeholt. Kann ich. Oh, das geht wie. Hat doch nichts passiert. Was weiß ich, dass du da hinten mir stehst. Ich habe den Anhänger zurückgebracht. Ist in Ordnung. Weil ich mir auch eher scharf hochstehen lassen. Ja, ich guck nicht, wo du bist, ob du da stehst. Nein, ich hatte aber auch schon Bremse und der Bremsweg hat ein bisschen länger gebraucht von mir. Okay. Also wir sind beide aufeinander zugeschlittert. Also. Aber wir haben es, du hast nur die Spitzen meiner Art. Oh, bei der Gabel getroffen, mehr nicht. Aber die A20 muss gewalzt werden, habe ich vorher noch gesehen. Geht nicht mehr. Geht nicht mehr, ist schon gewachsen. Geht nicht mehr. Da waren wir schon, bin ich schon zu spät. Ey. Na, er hat doch jetzt abgeerntet. Der Walz, wenn du jetzt gerade frisch gegrubbert hast, dann sagt er immer walzen, aber mach es erst, wenn du geerntet hast, weil du es gesät hast, weil dann musst du es dann wieder walzen. Mit das Walzen würdest du ein Saatbett vorbereiten jetzt. Ja, okay. So. Gegen den rechten Pack. Stroh. Da ist mein Ding, da ist dieses Ding, wo ist mein Fan? Der steht hier auch irgendwo rum.
Schalali ja. Und Schalala. Der steht hier auch irgendwo, habe ich noch richtig gesehen. Kalb, Kalb, Kalb. Haben wir nicht ein Kalkauto bei uns? Kalkstreuer haben wir keinen. Okay. Dann suche ich mir mal hier drei zusammen. Ja, da müsste einer rumstehen. Wir haben noch 519 Liter Kalk am Hof rumstehen. Oh, das wird aber ein bisschen knapp. Das wird knapp, da kaufst du gleich im Shop noch was nach. Wieder. Gott noch mal. Jetzt werden wir zurück. Falsch gefahren oder was? Eieiei. Ja. Das für Steigungen hier. Wird aber schlimmer. Ja, wir haben es gerade sehr recht in sich hier, die Dinge. Also, da quäbelt einen. Hoffentlich sieht das der Chef nicht. Oh, oh, oh. Ja. Der ist schon kommen. Jetzt sind sie draußen beim HEMA. Die Antwort ist meistens schlecht. Was? Probi, wer? Ja. Hast du mit mir gesprochen? Ja. Ich kenne sonst keinen anderen Kollegen in meinem Beruf. Ich habe gerade eben nichts gehört. Ich war eben. Ja. Abgelenkt. Ja, ich suche gerade den Eingang vom Hinterhof. Suchst du den Eingang vom Hinterhof? Warum willst du flüchten gehen oder was? Ja, das hat gefunden. Das Hartmut wollte doch auch noch mal mit dem Ersteller von den Höfen sprechen, glaube ich. Hab da schon auch noch nicht dazu kommen. Ersteller der Höfen? Ja. Von wegen.
dass 20 Kühe so viel fressen wie 300. Ich wollte ja, glaube ich, runterschrauben, der kann das ja. Irgendwas war da. Ich wollte zum Beispiel mit dem Hersteller mal. Ich sag immer so wie schnell. Mit Eddie selber war. Hattest du jetzt Kalk geholt oder? Nö. Okay. Ich bin am Stroh. Einfüllen. Kommt, kommt Lisas und Elsas, hier gibt es eine Strohdusche für euch. Also eins steht fest, ein 25er Italien. Nein. Dafür ist die Karte mit zu viele Hindernissen und viel zu eng in manchen Positionen gemacht worden. Hat halt einen Anspruch. Ja, dann sollte man Baumwolle auch komplett wegnehmen. Dann hätte man Baumwolle komplett wegnehmen sollen. Weil jeder weiß, wie groß diese Baumwollernter sind. Lalala. Ich hoffe, die machen mal ein bisschen ein paar kleinere Baumwollernter auch rein. Sollen diese Lizard reinsetzen? 9 mal 7.500 Stroh haben wir noch. Ja, gut. Also Stroh haben wir noch genug. Gut. Ist doch alles Kollision machen oder sonst was, ne? Muss ja alles immer Kollision bei euch haben, ey. Ja. Also das ist so teilweise nervig. Teilweise. Aber gut. Weiß, warum ich nicht mehr gerne Hotkarten spiele. Ich hab gar keine Hot. Na gut, dann eben nicht. Aber trotzdem, ich hab ja. Verkehr haben wir ausgeschaltet, ne? Ja. So, meine lieben Kühleins. Jetzt kriegt ihr mal genug Stroh. Dass er endlich mal Babys hier kriegt, Mensch. Sag zum Moment nochmal. Die lassen sehr viel Zeit sich. Ich jag die gleich mal zu die Bulle rüber. Dass dann nicht zack, zack geht. Weiß ich auch nicht. So, ich will jetzt noch für ein bisschen Kalk. Das ist noch super. Hm? So ein bisschen Kalk finde ich noch super. Ja, dann hol's. Kann ich das kaufen? Also, ja. Darf ich das überhaupt? Ja. Nein, du darfst nichts. Du darfst nur arbeiten. Wie liegt denn der überhaupt? Ach ja, stimmt. Ich glaube, wenn nächste Woche der Rolf wieder da ist, heißt es Traubenernte. Nein, fertig.
Torben fertig? Ja, es kommt nächsten Monat, sind sie fertig. Dann. Vielleicht gibt es da mal ein bisschen mehr Wein wie beim letzten Mal. Da gab es jetzt nicht wirklich so viel, gell? Das sind nicht unsere Kälbchen. Deswegen ist er ja auch mir auf mit uns zum Schafhof gegangen. Die brauchen. Auch schon wieder Milch. Amule. Amule. So, was sind jetzt hier der Händler eigentlich? Warte mal. Finch? Ach, da ist der Händler. Ah, okay. Die GA ist wieder so ruhig. Ja, ja. Ich glaube, letzte Woche war die ein bisschen lauter. Etwas, gell? Ach, das ist übertrieben. Wahrscheinlich hat er da alles rausgehauen für das Jahr. Alles gegeben. Na, Leonard. Du bist alt, ja. Das hat geschafft und nicht geschwätzt. Wo haben wir es? So, bist du gelernt. Wie? Kälber brauchen eine komplette Milch. In der Suffköp. Stroh brauchen die auch. Moment. Da müssen wir schon anders helfen. Ich habe keine Lust, das Ding darüber zum Trapper zu verfrachten. Muckibude lohnt sich. Wollte ich bloß mal so zwischendurch bemerken. Wasser. Muckibude. Was mit Muckibude? Lohnt sich, wenn man hingeht. 71% sollten erreicht, wie das fällt, wa? Hm? 71% sollten für das Feld reichen, oder nicht? Ich glaube, jetzt braucht er 24 Meter, oder? 71% von Dingsbums. Okay. Ja, für das Feld. Oh. Was ist naja, das? Wenn ich kaufe ich aber nach. Ja. Genau. So, habt ihr genug Stroh, die Kälber? Also, wenn es jetzt Füllmenge 71%, ja, ja. Wenn es reicht, ist gut, wenn nicht, dann nicht. Holen wir halt nochmal was. Wir haben ja genug Geld. Inwiefern? Leben am Limit, sage ich ja. Mit viel Geld kann jeder. So, meine Lieben, das soll es für diese Folge gewesen sein. Ja, es war mal eine kleine Hütterfolge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ja, gucken wir mal, was uns in der nächsten Folge noch so einfällt. Obwohl, mal gucken. Ich hake mal kurz nach. Ja, in diesem Fall. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge. Euer Schwammbleier. Ciao, macht's gut.